Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sons of the Fucking Forest. Oh Gott, ich habe Hunger, ich habe Durst, mein Fuß ist schon wieder eingeschlafen. Ich sitze hier aber auch wie so ein Plepp, ne? Meine Fresse, und das schon den ganzen Tag. Okay, Hunger, Durst, wie löse ich dieses Problem am blödesten? Was essen, würde ich sagen. Ja, komm. Erstmal mal hier ein Döschen. Na komm, hopp. Dann brauchen wir gleich Steine, die holen wir wieder drüben vom See. Also wieder. Ne, weißt du Bescheid? Achso, und trinken, warte ganz kurz. Hier mal eben ein bisschen Wasserchen trinken. So, frisch gesteckt ans Werk. Oh, schnell weg hier. Das ist was Schönes für mich. Lecker Beeren. Dankeschön. Hat's den Boden gebuddelt. Ja, warte mal, ich lass mal offen. Wegen Kelvin. Er hat es nicht leicht beim Steine sammeln. Ich möchte ihm beim Steine sammeln nicht noch mehr Steine im Weg legen, als er sowieso schon hat. Gut. Ich würde sagen, weg, weg, weg. Oh Gott, das wird. Wenn er schlau ist, nimmt er gleich die Steine, die jetzt nicht ins Lager fallen. Die Frage ist, wie schlau ist Kelvin? Eigentlich wissen wir, also wir kennen die Antwort. Er ist nicht der hellste. Ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. Er hat es ein bisschen schwieriger beim Denken als andere. Aber er hat auch einen Helikopterabsturz überlebt. Ne, das darf man auch mal nicht vergessen. Bei überlebt, ich weiß nicht. Ist das noch ein Leben, was er macht? Als Steinesammler? Wie ein Oger? Aber er ist happy. Weil ich tatsächlich immer wieder glaube, dass es Virginia ein bisschen besser geht als ihm. Mal gucken, was er macht. Ja, ich glaube, er sammelt die Steine, die da liegen. Ah, wobei, die werden alle einsortiert, ne? Das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich sehr angenehm, dass die alle einsortiert werden. Guck mal, die fliegen gegen den Baum. Pam, pam, pam. Ist Virginia gerade von der Mauer gesprungen? Sah so aus, ne? Warum nicht? Sie ist ja sehr agil. Ich dachte, das sind viele Steine, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch gar nicht mal so viele Steine sind. Bin unsicher. Ich glaube, die sammeln sich noch ein. Kann aber auch täuschen. So, hier haben wir auch noch welche. Ich loote das hier einmal leer, ne? Und dann gehen wir wieder nach drüben. Die
glaube, er hat sie gerade auf den Kopf bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Upsi. Hm? Tschung. So. Pjong. So kriegen wir nämlich aber auch tatsächlich die Mauer relativ schnell hochgezogen. Wenn wir einfach die Steine, wenn hier, ne, Ingo da vorne lootet und wir hier. Virginia wäscht sich. Er hat doch schon wieder hart gerochen. Aber gut. Wenn man drei Beine hat, dann riechen die Füße halt auch einfach dreimal so schlimm. Hm. Ja. Schon, hast mich schon verstanden. Wobei der eine Fuß besser riecht als die anderen beiden, weil der immer an der frischen Luft ist. Die in den Schuhen drinne, da wird es ein bisschen tricky, wenn ich ehrlich bin. Das riecht man nicht so gerne. Ich sage das jetzt nicht so offen, also so dass sie es hört, ne? Sonst wird sie wieder pissig und knallt mich ab. Oder frisst mich in der Nacht einfach auf. Würde ich gar nicht mitkriegen. Ich habe einen sehr tiefen Schlaf. Wenn ich neben Bett stehe und so tue, als ob ich schlafe. Alles hat ein Ende, nur die Steine nicht. Pam, 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 pam. Warte mal, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Lieder. Stein, Stein, Stein. Junge. Uno, dos. Das ist ein falscher Stein gewesen. Na, schmeiß das weg. Ich glaube, na ja, komm, ein paar Mal noch. Ein paar Mal können wir noch, oder? Ich denke nicht, dass da drüben alles voll ist. Wäre schön, aber sind wir mal realistisch? Nein. So. Hier ist halt auch noch alles voll, ne? Aber es wird mir langsam zu weit zum Laufen. Ich habe schon wieder Hunger. Also. Hier. Im Spiel. Ja. Gucken wir mal rüber. Sammeln sich alle fleißig ein, ne? Cool. Kelvin sammelt hier fleißig mit. Sehr schön. Kelvin. Nee, Kelvin ist hier fleißig am Sammeln, ne? Das ist ja ein Traum. Ich glaube, der sieht hier auch Steine, die wir gar nicht sehen. Virgi, was ist your fucking problem? Du würdest hier jetzt unbedingt lang, ne? Nee, siehst du mal, wie das ist, wenn man im Weg steht. Jetzt ist er angepisst. Meiner. Ich habe trotzdem irgendwie Sorge, dass er die Steine von oben irgendwie kriegt er die, mit Sicherheit. Der nimmt da einen Stein auf und in Wirklichkeit sind die von oben. Ciao. Das können die da unten unter sich ausmachen, ganz ehrlich.
Ich hab die Schnauze voll von euch. So. Meins. Ich brauche hier eigentlich gar keine Decke reinzimmern, oder? Ist das nicht verschenkte Arbeitsmühe? Ja. Ja. Das ist eigentlich Quatsch. Mach ich hier eine Decke rein? Was hat mich denn hier gerissen? Geritten? Um hier eine Decke reinzumachen. Was soll denn der Quatsch? Mach ich hier eine Decke rein, ey. Es ist ja manchmal. Manchmal frage ich mich, was ich tue. Na komm. So, hier auch noch. Pam, pam. Wird es wahrscheinlich auch die nächsten 20 Minuten genauso weitergehen. Da machst du nichts. Einfach zusehen, genießen. Ich habe gerade mega Bock auf Currywurst. Warum das denn? Wie kann man denn mega Bock auf Currywurst haben? Bin ich schwanger oder was? Ich esse sonst nie Currywurst. Warum habe ich jetzt Bock auf Currywurst? So ein Brathähnchen. Yummy. Aber hey, ist Sonntag. Also von daher... Schwierig. Kennt ihr das? Ihr habt einen Kühlschrank voll. Macht den auf. Guckt euch alles Mögliche an und denkt euch so, ne, kein Bock auf gar nichts, was da drin ist. Ich will was anderes haben. Geht mir andauernd so. Ich hasse mich dafür. Weil es echt dämlich ist. Gehst einkaufen? Wenn es blöd läuft, sogar hungrig einkaufen. Kaufst alles ein, worauf man gerade Bock hat. Und dann stehst du da, wenn du Samstag einkaufen bist, stehst du da sonntags und denkst dir so, nee. Was haben wir? Ja, wir haben alles, aber ich habe Bock auf was anderes. So dumm. Das geht mir andauernd so. Blöde ist, wenn das in der Woche ist, aber mein Auge juckt, weil es so Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder so ist, dann gehe ich nochmal los. Dann gehe ich nochmal einkaufen und hole mir das, worauf ich Bock habe. Und dann so kurz vor Ende des Gemüses zum Beispiel und auch des Fleisches, wenn das MAD dich schon anguckt und sagt, ey, Boy, jetzt mach, ne, iss mich, brat mich, koch mich, mach irgendwas. Sonst renne ich hier einfach nur weg. So, wenn das kurz davor ist, dann fällt mir wieder ein, ja, komm, machen wir mal einen Eintopf, ne? Alles reingeschnippelt, wieder gekocht für 8 Wochen. Kann ich wieder 8 Wochen auf Arbeit dasselbe essen. Geil. Haben wir gerade irgendwie gefühlt eine Wand hier voll bekommen? Oder kam mir das nur so vor? Ey, da denkt man, man hat ewig viele Steine und in Wirklichkeit ist es wieder nichts.
Das ist immer dasselbe hier. Immer dasselbe, 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 dasselbe. Steine, 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 Steine. Steine schleppen, Steine suchen, Steine schleppen, Steine suchen, Steine verbauen. Steine schleppen, Steine suchen, Steine verbauen. Steine suchen, Steine schleppen, Steine verbauen. Bauen, 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 bauen. Suchen, suchen, suchen. Schleppen, schleppen, schleppen. Leck mich doch am Sack, ey. In meinem nächsten Leben wäre ich Steinmetz. Beruf mache ich dann 80 Jahre lang? Wenn man dann nämlich schon mit 3 anfangen muss zu arbeiten, damit man überhaupt noch die Rente bekommt. Rente bekommt man dann mit 103, muss dann 100 Jahre arbeiten. Meine Rechnung geht gerade nicht ganz auf, aber ist egal. Dann bin ich ab 3 Jahre, 100 Jahre lang frustriert, höre auf zu arbeiten und sterbe. Also so wie jetzt, nur halt länger. Leben ist schon schön. Hat auch so ein bisschen was von Fließbandarbeit, ne? Das Coole ist bei Fließbandarbeit, du musst aber dein Hirn nicht einschalten. Du musst nur im Takt bleiben. Wenn du einmal aus dem Takt rauskommst, dann war es das gewesen. So wie jetzt. Scheiße. Warum kann ich denn nicht? Ich komme nicht ran. Das ist das Ding. Ich höre Kelvin, wie er schon wieder irgendwo gegen eine Wand läuft. Warte, 1, 2, 3. Nein! Ich erschrecke mich immer voll. Junge, 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 Junge. Ich glaube, ich habe an einem Tag, an einem Aufnahmetag noch nie so viel Steine verbaut. Überleg mal, was wir alles geschafft haben. Wir haben die Wand da drüben gemacht. Wir haben den Wehrgang gemacht. Wir haben da hinten die Wand weitergebaut. Ich meine, fertig sind wir immer noch nicht. Sind wir mal realistisch. Und wir haben den Bums hier. Ich will nicht sagen fertig gemacht, aber es ist fertig. Guck mal. Ha. Wunderschön. Jetzt ist die Musik auch wieder beruhigend. Dann geht gleich der Puls runter, so auf 10 ungefähr. Und bei mir geht der Puls eigentlich runter auf 180. Weil er sonst bei 300 ist. Ich hatte vorhin einen Tief gehabt. So gegen Mittag. Als Energy und Kaffee aufgehört haben zu wirken. Dann war ich echt so, oh Gott. Zwischen Lethargie und ich möchte schlafen, ich habe aber Hunger. Alles furchtbar. Zwischendurch will ich noch weiter aufnehmen. Darf ich mich bitte in 3 teilen? Danke. Oh nein. Komm, hoch hier jetzt. Ah. Ich möchte das hier heute noch fertig bekommen. Aber schon relativ spät. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Wobei, komm, 2 Stunden habe ich noch. 2 Stunden, 4 Folgen, gar kein Problem. Schaffe ich das in 2 Stunden? Ich glaube nicht. Die Steine werden schon wieder rar. Schaffe ich, glaube ich, nur, wenn ich zwischendurch nochmal neu lade und die Steine wieder da sind. Warum auch nicht? Einfach mal machen. Ich glaube, ich habe heute schon 3-4 Mal neu geladen. Ja, ich glaube ja. Oh, Junge, Junge, Junge. Danke, Virginia. Sie will wieder unsere Aufmerksamkeit, weil sie hier nämlich nicht hochkommt. Schenkt sie uns wieder was? Das ist das Zeichen, womit sie dann sagt, so, hey, Boy,
bleib in meiner Nähe, sonst fresse ich dich in der Nacht oder erschieße dich, aus Versehen natürlich. Ne? Darf man nicht vergessen. Sie macht nichts mit Absicht. Im Prinzip tötet sie ihren kompletten Familienstammbaum, aber nicht mit Absicht. Sie weiß nicht, was sie tut. Sie ist wie eine Dreijährige eigentlich. Vom Kopf her. Naja, zweieinhalb. Zwischen zweieinhalb und vier. Ich bin mir nicht sicher. Huch. Und da kann man ihr halt auch keinen Vorwurf machen, wenn sie aus Versehen, ich meine, wenn sie in ihrem Kopfalter eine Schrotflinte bekommt, selber schuld, könnte man sagen, aber sie muss sich ja verteidigen. Und hat alles niedermäht, was hier in der, wo die Flinte läuft, könnte man sagen. Mein Hirn ist auch langsam fritte für heute. Also mehr als sonst. Es sind nicht mal zwei Wände gewesen jetzt, oder? Ja doch, die Wand haben wir fertig gemacht, die haben wir aufgebaut und die kriegen wir jetzt zur Hälfte irgendwie hin. Dann sind es zwei Wände. Dieser ganze Aufwand für zwei Wände. Und hier haben wir noch zwei und wir haben noch... Ja, wir haben dann gleich erstmal die Hälfte. Also die Hälfte von dem Turm. Bäh. Mich würde ja eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch interessieren, wie hoch man bauen kann. Weil theoretisch müssten wir höher bauen können, als die Berge sind. Deutlich höher, weil man kann ja auch auf den Bergen oben bauen. Oder? Hat das mal jemand ausprobiert? Gibt es eine Höhenbegrenzung? Es muss eine Höhenbegrenzung geben, weil es gibt ja eine Building Box hier im Prinzip, ne? Sonst könnten wir uns bis zur Sonne hochbauen, die ja eigentlich nur ein Lichtpunkt ist. Glaube ich. Es ist Herbst, es wird bald Winter. Ihr wisst, was das heißt. Boah, ich will aber eigentlich erst die Türme noch fertig haben. Es darf jetzt nicht schon Winter werden. Lol. Ich muss mir wieder ein Zweithobby suchen. Es ist sehr herbstlich, ja. Mal kurz hier hingucken. Wie sieht das aus? Ja, besser, oder? Guck mal. Der ist schon ein Höhe, zwei Höhe, schon geiler. Ja. Es wird. Es ist sehr windig, unangenehm windig. So, dann nehmen wir die Steine hier noch mit einmal. Oh Mann. Ich fahre die gleich nach oben. In der Hoffnung, dass sie da oben bleiben. Der Wind ist nicht geil. Also, sieht alles geil aus, alles gut. Ich meine aber, da kriege ich gleich wieder einen Nacken. Ich bin kein Windfreund. Gibt es Menschen, die Wind mögen? Außer Leute, die Drachen steigen und surfen? Wäre jetzt das Einzige, was mir gerade einfällt. Da springt schon wieder so ein Vieh rum. Oh, ich hänge. Ich hoppen hänge. So.
Und das Blöde ist, im Winter finden wir wieder die Steine nicht, weil der Schnee drüber ist. Oh Gott. Wird doch wieder kacke. So, so, so. Wo ist Kelvin eigentlich? Rennt er schon wieder sinnfrei vor die Wand? Wahrscheinlich, ne? Lass mal eben hier... Lass mal trinken. Dann... Ich hab nichts zu essen. Fruit Loops im Kopf gehauen und weiter geht's. Ba ba bam 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 bam. Pfui. Okay, alles voll. Nice. Ich glaube, Kelvin hat keinen Bock mehr. Der hat, glaube ich, aufgegeben einfach. Der hat resigniert. Kann ich aber absolut nachvollziehen. Geht mir ähnlich. Ich glaube, ich muss gleich mal neu laden. Wo ist eigentlich mein Mikro? Das ist voll weit weg. So, so. Klasse. Ich mach mal kurz den Topf voll mit Wasser. So ein bisschen was für den Winter vorbereiten, weißt du? Kann man den hier machen. Flupp, Rinder. Eingesteckt, den Lachs. Noch ein paar Steine mitgenommen. Mal gucken, aber wie weit da oben kommen. Das, das, das ist zu. Sehr schön. Was eine Kleche, ey. Die Musik macht mich mittlerweile auch ein bisschen aggro, wenn ich ehrlich bin. So nach Stunden Dauerbeschallung. Immer mit denselben Liedern. Boah. Hat ein bisschen was von Folter. Bisschen. So, so, so. Nee, ich glaube, wir kriegen nicht mal eine Wand voll. Nee. Kriegen wir auch nicht. Schade. Das heißt, ich verbaue die Steine jetzt noch. Dann werde ich einmal neu laden. Und dann geht es wieder von vorne los. Steine. 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 Aber sieht ganz cool aus. Ist, glaube ich, ganz schön geworden. Mit der Turmhöhe. Kann man machen. Auch wenn der Weg dahin heilig und schwer ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir noch eine Decke reinziehen. Oh. Ich würde am liebsten die hier nehmen. Nach oben bauen einfach. Und dann mit einem Seil von hier unten nach ganz oben. Hört sich nach dem Plan an, oder?
So. Junge, 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 Junge. Ich brauche irgendwie wieder ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, zum Runterkommen zocke ich noch eine Stunde Mist. Das macht mich fertig hier. Das Spiel, dieses Bauen macht mich einfach nur noch fertig gerade. Oh. Vor allem, es nimmt ja auch kein Ende. Es nimmt ja noch kein Ende. Ne? Dann ist man hier irgendwie, dann kommt das noch und dann kommt man hier noch und dann kann man, lass doch da noch was machen und ach, gucke mal, hier können wir auch noch. Oh Gott. Oh. Hey, wir haben die Wand fertig. Wo bin ich? Ich habe mich verlaufen vor Schreck. Ich habe noch einen. Cool. Keine Ahnung, was mich geritten hat, dass ich da eine Decke reinmache. Ganz ehrlich. Kein Plan. Wahrscheinlich einen kompletten Hirnaussetzer gehabt. Nee, weißt du was? Ich wollte nur eine Etage höher machen, damals, vor Äonen. Das war, glaube ich, der Punkt gewesen. Naja, ja, ja, ja. Die Steine müssten jetzt eigentlich reichen hier, weil es sind ja 4 Wände, theoretisch. Ach so. Folge vorbei und so, ne? Oh, Sturm ist vorbei. Ich mache hier noch ein bisschen. So 1,5 Stunden. 3 Folgen wollen es noch. Wären es noch. Wären bei mir. Der Sprechdurchfall kommt. Lasst gerne mal ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, vielleicht eventuell auch. Keine Ahnung, wie viele Abonnenten ich momentan habe, weil ich glaube, diese Folge kommt erst von jetzt aus gesehen, in meiner Zeit, in 2 Wochen? Keine Ahnung. Ich bin durch, bin Fritte. Tschüss. Bis gleich, ne? Tschaußen.